Hi Leute, heute geht es darum, warum es klug ist, wenn du weniger machst. Wie du mehr erreichst, indem du weniger machst. Warum erreichst du mehr, wenn du weniger machst? Die meisten Leute, vielleicht du auch, sind ständig mit irgendwas beschäftigt und wollen da noch was weiter dran machen und können nicht loslassen, wenn der richtige Moment gekommen ist. So, was meine ich damit? Du wirst viel effektiver, wenn du weniger machst, wenn du regelmäßig Pausen machst. Du regenerierst dich viel mehr dabei. Es gibt sogar Studien dazu. Dass wenn die Leute regelmäßig Pausen machen, sie viel leistungsfähiger sind und mehr schaffen, als wenn sie einfach ein Stück durcharbeiten und sich da kaputt machen. Aktivität ohne Passivität ist nichts wert. Handeln ohne eine Verarbeitung vorher gemacht zu haben, ohne drüber nachgedacht zu haben, bringt dir überhaupt nichts. Die meisten Menschen, vielleicht auch du, viele machen einfach irgendwas, weil das muss ja gemacht werden, bevor sie vorher sich einfach mal ruhig hinsetzen und die Sache einfach mal betrachten. Und dann kommen dir ganz banale Ideen, wie du was viel effektiver, viel einfacher, schneller und mit mehr Freude machen kannst. Und das ist in jedem Bereich so. Und genauso bringt es nichts, wenn du dir zum Beispiel, doofes Beispiel jetzt für Rohköstler, aber wenn du dir Brot backen möchtest, das Bessere fällt mir gerade nicht ein, wenn du dir Brot backen möchtest, so, du machst jetzt alles Mögliche, machst deinen Teig, knetest den, weißt wie das funktioniert, so. Und dann tust du deinen Teig in den Ofen rein. Oder in den Dörrer. So. Und wenn du jetzt jedes Mal deinen Ofen aufmachst, alle Minute so, dann kommt da alles andere als Brot raus. Es wird einfach kein gutes Brot. Der Ofen wird nicht richtig warm. Es ist Energieverschwendung. Du kannst dich genauso ruhig hinsetzen und einfach abwarten. Genauso, wenn du eine Pflanze ziehst. Du setzt den Samen, du wässerst den und wartest, bis die Pflanze das Wasser aufnimmt, wächst und wässerst irgendwann wieder. Aber es bringt nichts, ständig zu wässern. Es bringt nichts, ständig die Sonne scheinen zu lassen. Mit Kunstlicht vielleicht. Die Pflanze braucht Wasser in einer gewissen Dosis, nicht zu viel. Und genauso brauchen wir Aktivität, Passivität, Ruhe, aktive Phasen, Entspannungsphasen. Es sollte alles im Gleichgewicht sein. Wir sind völlig am Übermachen. Ständig am Machen einfach. Und die wenigsten heutzutage können sich, glaube ich, vorstellen, dass Machen auch mal schlecht sein kann. Wenn Handlung nicht mit einer gewissen Intelligenz geschieht, dann richtet sie mehr Schaden an, als wenn man nichts macht. Das ist in jedem Bereich so. Kleines Beispiel, Love Parade. Man bricht Panik aus, jeder ist am Rumrennen und die Leute trampeln sich zu Tode. Weil jeder unüberlegt einfach nur drauf lostrampelt, einfach nur machen. Aus reiner Angst heraus. Getrieben, wie verrückt.
Wenn da einer die Ruhe bewahrt und es anstillt und alle einfach ruhig sind, dann trampelt sich da keiner zu Tode. Genau das gleiche auf einem Schiff, das untergeht, wenn da völlige Panik ausbricht und jeder nur rum, das Schiff geht nur noch schneller unter, weil es am Schwanken ist. Und dieses Verhältnis zwischen Aktivität und Ruhe ist heutzutage so enorm aus dem Gleichgewicht. Die wenigsten sind sich dem bewusst. Man könnte sich erstmal für Jahre ausruhen, um dann mal wieder zu reflektieren. Das, was die Menschheit heute macht, ist so. Es ist ja eigentlich undenkbar, wenn man mal reflektiert und drüber nachdenkt. Und weil keiner reflektiert und jeder einfach angstgesteuert irgendwas macht und meint, er muss ständig was machen, weil er in diesem Glaubenssatz drin ist, dann kommen solche Sachen bei raus, wie dass man sich den Ast abschneidet, auf dem man sitzt, dass man sich selbst zugrunde richtet. Wenn die Menschheit erfolgreich ist mit dem, was sie heute macht, mit dem Wirtschaftssystem, das sie hat und immer mehr Wachstum anstrebt auf einem begrenzten Planeten, so dann gibt es die Welt bald nicht mehr. Ganz einfach und banal. Dazu gehört nicht viel Intelligenz, dass man sich nicht selber umbringt. Aber die Menschheit könnte das, mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Wenn die Leute vielleicht ein bisschen, wenn du am Umdenken bist, so dann kann sich noch einiges tun so auf diesem Planeten. Ja. Aber das ist eben der Punkt. Du reichst mehr, wenn du effektiv was machst. Wenn du drüber nachdenkst, was du machst, wenn du reflektierst. Genauso wie Musik. Die Pause zwischen den Tönen. Genauso wie die Pause zwischen den Worten, die ich sag, ist genauso wichtig wie die Worte, die ich sah. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, bei Menschen, die ständig Lückenfüller benutzen, wie und ja, irgendwelche Lückenfüller, wo dann immer was gesprochen ist, die Worte sacken nicht tief von solchen Menschen. Worte sacken tief ins Bewusstsein, wenn du zwischendrin diese Pausen hast zum Verarbeiten, zum Reflektieren, dann sacken die Worte tief, ganz tief in dein Gedächtnis. Und so läuft es auch mit der Musik. Musik entsteht erst durch die Pausen zwischen den Tönen. Stell dir vor, eine Musik ohne Pause zwischen den Tönen. Das ist einfach nur ein Ton. Das ist nichts. Das ist keine Melodie. Eine Melodie, Musik entsteht durch die Pausen zwischen den Tönen. Gehört beides zusammen, sind keine Gegensätze, es ist ein Zusammenspiel, es ist kein Widerspruch. Aber das war's für heute. Ansonsten macht's gut. Ciao.